Ich habe jetzt und bekomme auch wieder die... Ich fokussiere nicht. Zack. Ist dir die Spirale schon mal verrutscht? Ich fürchte mich. Okay. Und da kommt sie. Oh, Scheiße. Oh Mann, also hi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ich aus... Ich bin noch ein bisschen verschlafen. Moment, wartet mal schnell ein bisschen. So, ein bisschen besser. Also, ihr habt jetzt eben Titel schon gelesen. Heute steht was Großes an und ich nehme euch dabei mit, denn ich bekomme heute meine neue Spirale. Das heißt, meine alte Spirale wird beim Frauenarzt gezogen. Die ist jetzt noch in mir drin, sozusagen. Und meine neue wird dann gleich im Zuge dessen gelegt. Und ich habe euch das auf Instagram erzählt und gemerkt, dass das Interesse bei euch einfach richtig groß zu dem Thema ist. Ihr findet das super spannend, habt mir so viele Fragen dazu gestellt. Und deshalb heute dieses Video. Also ich werde auf eure ganzen Fragen eingehen und euch gleichzeitig den ganzen Tag über ein bisschen mitnehmen, euch dann auch berichten, auch von den Schmerzen berichten und so. Also ich bin echt schon richtig gespannt. Und ihr könnt mir jetzt gleich mal gerne in die Kommentare schreiben, wie es da bei euch aussieht mit Erfahrungen mit der Spirale, inwieweit ihr da Erfahrungen habt. Verhütet ihr vielleicht sogar schon mit der Spirale? Habt ihr eine in euch drin? Oder ist es irgendwie ein interessantes, spannendes Thema, wo ihr überlegt? Oder verhütet ihr ganz anders? Wie verhütet ihr? Oder verhütet ihr noch gar nicht? Schreibt es mal gerne rein. Ich finde, Verhütung soll überhaupt kein Tabuthema sein. Deshalb ist mir das auch hier ein großes Anliegen, dass ich einfach da ganz offen mit euch drüber rede. Und vor allem finde ich auch selbst solche Erfahrungsberichte von anderen, ach, mache ich schwer, richtig spannend immer. Ich schaue mir sowas immer sehr, sehr gern an. Nimmt einen irgendwie auch immer ein bisschen so die Angst. Und aber wichtig, gleich mal vorweg, Erfahrungsbericht bedeutet alles meine persönliche Erfahrung. Nur weil das jetzt vielleicht für mich gut funktioniert, nicht gut funktioniert, schmerzhaft war, nicht schmerzhaft war, die richtige Methode ist oder auch nicht. Lasst euch da bitte selbst immer super gut beraten. Ich bin auch keine Frauenärztin. Jeder ist auch richtig individuell. Also ganz wichtig, das mal vorweg. Und ich starte deshalb das Video schon so bald, weil schon Zähne putzen und so, weil ich bereits um halb acht die erste Tablette nehmen muss, die ich bekommen habe. Werde ich euch dann aber alles zeigen. Ich habe nämlich zwei Tabletten und dann auch noch zwei Schmerztabletten. Seht ihr dann alles, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Und jetzt mache ich mich fertig und dann sehen wir uns wieder. Tschüss. So, jetzt heißt es die erste Tablette nehmen. Übrigens eh auch eine Frage von euch, was man davor machen muss, ob man irgendwas nehmen muss. Ich habe, wie gesagt, eben von meinem Frauenarzt zwei Tabletten bekommen. Eine 8 Stunden vorher zum Schlucken und eine 2 Stunden vorher zum Lutschen. Ich kann mich noch erinnern, die war grauenvoll. Die hat so gebrannt unter der Zunge. Bin gespannt, wie es mir heute geht. Aber jetzt mal nur die Tablette zum Schlucken. Das dürfte so eine sein, wo einfach alles ein bisschen weicher wird und so, damit man einfach dann hoffentlich weniger Schmerzen hat. Also los geht's. Übrigens, seid ihr gut im Tablettenschlucken? Ich habe damit zum Glück überhaupt keine Probleme, aber ich weiß, manche bekommen die ja gar nicht runter. Ich habe aber mal gehört, kleiner Tipp nebenbei, aus Reflex würde man ja den Kopf so nach hinten geben beim Schlucken, aber man soll ihn nach vorne halten, dann kann man Tabletten viel besser schlucken. So, Prost! Okay, ich habe euch gerade einen Blödsinn erzählt. Ich glaube, bei der zweiten Tablette ist es mit dem ein bisschen weicher machen, Schleimhäute, Muttermund und so weiter. Und die war jetzt für... Kombination aus einem schmerzstillenden, entzündungshemmenden Arzneistoff und einem Magen-Darm-Mittel. Ja, wird schon helfen, hoffen wir mal. Also, bis gleich. Sportoutfit ist gewählt und jetzt gleich mal zu der allerwichtigsten Frage, welche Spirale ich denn bekomme. Ich habe jetzt und bekomme auch wieder die Kupferspirale. Ich wollte ganz weg von Hormonen, aber soweit ich weiß, ist trotzdem die Hormonspirale ganz anders als die Pille, weil sie halt genau da wirkt und Hormone ausschüttet, wo sie soll und in dem ganzen Körper. Ich wollte aber einfach gar keine Hormone mehr nehmen. Und zu der Frage, ob ich davor schon mal irgendwie anders verhütet habe, ob ich Erfahrungen mit was anderes habe. Also es war bei mir so, ich habe gestartet, wie glaube ich sehr, sehr viele Mädchen in so einem jüngeren Alter noch mit der Pille. Die habe ich auch, boah, wie lange habe ich die genommen? Ich weiß es einfach nicht mehr, so 4 Jahre oder so. Ich hatte das sehr, sehr leichte, aber ich habe einfach gemerkt, nö, irgendwie bin das nicht ganz ich mit der Pille. Ich will da einfach wieder weg und vor allem einfach der Aspekt, nein, ich möchte keine Hormone, nicht täglich einfach was einnehmen. Und dann habe ich mich dafür entschieden, jetzt haltet euch fest, nicht für die Spirale, sondern ich habe dann ein bisschen so eingelesen in die Thematik und da haben halt viele gesagt, ja, gerade für jüngere Mädchen soll der Kupferperlenball so gut sein. Also im Prinzip wie die Spirale, nur halt ein bisschen eine andere Methode so. Die habe ich dann auch beim Frauenarzt gesetzt bekommen. Es waren extreme Schmerzen.
Aber jetzt wichtig, nur meine Erfahrung. Und auch dann danach noch extreme Schmerzen. Hatte dann ein paar Tage später den Kontrolltermin. Da wurde dann festgestellt, nö, der Kupferperlenball sitzt nicht richtig. Der muss wieder raus. So, dann das ganze Prozedere nochmal. Aber nicht mit dem Kupferperlenball, sondern dann habe ich gleich die Spirale reinbekommen. Ja, damit ihr mal Bescheid wisst, wie und was und überhaupt, jetzt ziehe ich mich mal um und dann geht's weiter mit den Fragen. Übrigens habe ich gerade meine Periodenunterwäsche an, denn gleich der nächste Fakt. Man soll, muss, so genau weiß ich es gar nicht, ich glaube, man sollte einfach die Periode haben, wenn die Spirale eingesetzt wird, weil dann laut meines Frauenarztes einfach alles ein bisschen weicher ist und das dann halt weniger schmerzvoll sein soll. Also wichtig, hat er zu mir gesagt, vor dem Eisprung, aber bestenfalls genau während der Periode. Und apropos Periodenunterwäsche, die ich gerade anhabe, das ist diese High-Waisted hier. Und ich liebe meine Periodenunterwäsche, die ist übrigens von Snugs. Habe ich euch eh schon auch mal auf Instagram gezeigt. So cool, ihr seht, es gibt verschiedene Schnitte, es gibt verschiedene Stärken. Die ist zum Beispiel für starke Periode. Die Knappe hier ist zum Beispiel für leichte Periode. Es läuft da einfach nichts aus. Man fühlt sich so sicher. Es riecht auch nicht unangenehm. Es ist nämlich so, kurzes Prinzip, es ist eine ganz normale Unterhose von außen und die hat einfach hier, ihr seht, so ganz ein dünnes Pad integriert, dass man auch nicht durchsieht. Könnt ihr dann gleich bei meinem Outfit genau schauen, da sieht man nichts durch. Und es ist einfach so unkompliziert, so bequem. Die trägt man einfach, ich sage mal so, ein, zwei, höchstens drei braucht man vielleicht so am Tag, je nach Stärke und Modell. Und dann wäscht man die einfach nochmal schnell mit Wasser aus, schmeißt in die Waschmaschine und dann hat man schon wieder eine frische. Also richtig, richtig cool, auch natürlich nachhaltig. Ich bin ein großer Fan davon, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Also wer das auch mal testen möchte oder nachbestellen möchte, ich verlinke euch alles mal unten in der Infobox. Ihr bekommt übrigens aktuell bis sogar zum 18.05. mit Pauline 15% Rabatt auf alles. Also schaut da gerne mal vorbei und jetzt zeige ich euch mein Outfit. Und tada, das ist mein Outfit. Und jetzt nochmal kurz zur Unterwäsche. Seht ihr das? Beziehungsweise seht ihr es nicht? Man sieht halt echt nichts durch. Also richtig perfekt und gleichzeitig so gemütlich. Wie auch mein Outfit. Das kann ich euch übrigens auch gern noch unten in der Infobox verlinken. Ich habe auch dieses Oberteil hier. Und jetzt wird mal trainiert. Mir ist jetzt aber gerade noch eine Frage untergekommen, die gut zur vorigen gepasst hat. Und zwar, wie alt ich denn war, wie ich das erste Mal die Spirale bekommen habe. So, jetzt drehe ich nochmal die Kamera. Ich war damals, also die Pille vielleicht so mit 17 oder so. 17, 18, 20, 21, ja, das stimmt, das mit 4 Jahren eigentlich ungefähr. Und die Spirale habe ich mir dann, wie ich 21 war, einsetzen lassen. Und jetzt gehen wir aber los in mein kleines Reich. Jetzt wird, Sonne, jetzt wird trainiert. So, los kann's gehen. Vor dem Workout beantworte ich jetzt noch kurz 2 Fragen, weil die passen noch so gut zu den vorigen Fragen. Wie lange war die alte Spirale jetzt drin und kann man die Spirale jederzeit entfernen? Also, ja, schon mal vorweg, man kann die Spirale jederzeit entfernen. Und wie lange war die alte Spirale jetzt drin? Meine war 5 Jahre drin. Ich weiß, es gibt welche, die können 3 Jahre nur drin bleiben, andere können 5 Jahre drin bleiben. Vielleicht gibt es auch noch ein Zwischending. Und jetzt könnte sie theoretisch wieder 5 Jahre drin bleiben, aber man kann sie auch jederzeit früher, wenn man Kinderwunsch hat, wenn man nicht mehr will, keine Ahnung wieso, entfernen. Und jetzt starte ich los. Ich kann euch gerne das Workout jetzt gleich verlinken, was ich mache. Ich mache heute ein 30 Minuten Ganzkörper-Workout mit oder ohne Geräte. Das finde ich mega. Also schaut da gerne mal bei mir vorbei. Viel Spaß wünsche ich mir. Los geht's. Und jetzt werde ich mich mal fertig machen und währenddessen ein paar weitere Fragen beantworten. Ich möchte nämlich ein bisschen auf das eingehen, weil da kamen auch richtig viele Fragen. So meine Erfahrungen in den 5 Jahren, weil ich ja jetzt die Spirale schon drinnen hatte, habe. Gehen wir vielleicht gleich am Anfang mal auf das Thema Schmerzen ein. Vom Einsetzen, wenn ich dran denke, ich sage es euch schon, wie es ist.
ich habe schon Angst vor heute. Also ich möchte jetzt niemandem Angst machen, aber es ist nicht angenehm. Ich hoffe, die Schmerztablette heute, die wirkt noch gut. Vielleicht hilft auch, dass ich sie schon mal drinnen hatte. Schreibt ihr mal bitte auf einer Skala von 1 bis 10, wer die Spirale hat. Wie schmerzhaft würdet ihr sagen, war bei euch das Einsetzen? Ich bin gespannt, was ich dann heute erzähle. Aber beim letzten Mal würde ich sagen, waren die Schmerzen schon eine solide 8. Weil einfach... Es hat, also natürlich geht es immer Ärger und wahrscheinlich war es dann nicht mal eine 8 auf den ärgsten Schmerz des Lebens gesehen. So. Und dann sagen wir halt 7. Natürlich hält man den Schmerz aus. Es tut weh, ja, aber man haltet es aus und es ist dann auch wieder schnell vorbei. Und weil dann auch die Frage kommt, wie ich dann den Mut habe, das jetzt wieder zu machen. Ja, keine Ahnung. Einfach, weil ich halt super zufrieden damit war und dann mir einfach denke, okay, das sind halt jetzt ein paar Minuten Schmerzen und dann passt wieder alles. Und weil ich gerade erwähnt habe, weil ich so zufrieden war, ich möchte nämlich kurz auch ein bisschen auf die Nebenwirkungen dann eingehen. Ich persönlich habe wirklich kaum Nebenwirkungen von der Kupferspirale. Das Einzige, das habe ich vor allem so in den ersten Monaten gemerkt, da war einfach meine Periode ein bisschen stärker und ein bisschen schmerzhafter. Also schauen wir mal, ob diesmal irgendwas passiert. Hat sie aber dann wieder gut eingependelt, die kommt auch regelmäßig. Ja, genau, das war auch noch ganz oft gefragt, ob ich nicht irgendwie Angst hätte. Hast du keine Angst, dass du sie verlierst und es nicht merkst? Davor habe ich irgendwie echt Angst. Ist dir die Spirale schon mal verrutscht und so weiter und so fort? Da habe ich zum Glück auch keine Erfahrungen damit gemacht. Also sie hat immer perfekt gesessen. Sie ist nie verrutscht. Ich habe sie nie verloren. Zum Glück. Vielleicht hat ja von euch irgendwer Erfahrung. Könnt es gerne mal berichten. Und generell, das war auch eine Frage. Wie sicher ist sie? Wie sicher fühlst du dich mit der Spirale? Ich fühle mich schon sicher mit der Spirale hinsichtlich Verhütung. Man darf niemals vergessen, gell? Das gleich mal vorweg nebenbei. Die Spirale schützt euch nicht vor Geschlechtskrankheiten. Das ist ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Und egal mit was du verhütest, es besteht immer eine Chance, bei manchen Methoden mehr, bei manchen weniger, dass man schwanger werden kann. Finde ich, soll man schon immer im Hinterkopf behalten. Es gibt ja da so eine genaue Auflistung, den Pearl-Index kann ich euch hier mal einblenden. Der gibt halt genau an, ich glaube, wie viele von 100 oder von 1000 Frauen schwanger werden. Und da ist die Kupferspirale, also die Hormonspirale, glaube ich, ist dann nochmal viel besser, also schützt nochmal besser. Aber ich glaube, die Kupferspirale ist da auch relativ gut. Aber dennoch, nicht das, 100%ige Sicherheit hat man nicht. In einer Viertelstunde ist es 2:30, das heißt dann, boah, jetzt bin ich nervös, sind es nur mal 2 Stunden. Und dann muss ich jetzt die zweite Tablette einnehmen. Perfekt, ich bin fertig, bis gleich. So, jetzt geht's los. Und stopp. Jetzt muss ich diese grausige... Hallo Schatz. Das ist du mein Filmer? Ja. Hallo. Möchtest du was zu dem großartigen Tag heute sagen, was ansteht? Ja, möchtest du den großartigen Tag was sagen. Also ist natürlich eine Errungenschaft für die Menschheit, dass wir natürlich so Themen wie Verhütung und so weiter schon sehr weit entwickelt haben. Aber es fehlt irgendwie nur so die letzte Entwicklungsstufe, weil es kann auch nicht sein, dass das solche Schmerzen verursacht. Und außerdem könnte man das Ganze ja auch beim Mann irgendwie machen. Und da gibt es ja auch Verfahren, aber ich glaube, da ist ja so, dass man dem nachher nicht sicher sein kann, ob man dann wieder Kinder kriegen kann oder so, oder? Ja, ja. Wir haben dafür einen Deal. Ich habe die Schmerzen, Sascha zahlt. Ich habe die Schmerzen, ich habe es gut. So, heute mal noch die Kamera. Ja. Jetzt muss ich die Tablette hier nehmen. Jetzt fokussiert nicht. Da, die. Die schaut jetzt irgendwie ein bisschen anders aus. Vielleicht ist es anders. Lutschen muss ich die jetzt. Nicht schlucken, gell? Aber es wird jetzt unter der Zunge. Lutschen, nicht schlucken. Sagt man jetzt oft. Jetzt tu einmal. Ich glaube, das ist eine andere. Das ist, dass es schluckt? Nein. Ach so. Jetzt hast du schon. Dabei merke ich noch nicht viel. Das ist sicher Du filmst echt ein wenig eine scheiß Perspektive. Und? Ist lecker? Ja, ist lecker. Ist gut. Fühlst du jetzt einfach beinhart, wie du die Tabletten jetzt lust? Ich glaube, das ist nicht so interessant. Oder? Ja, lass. Sicher super interessant, wie du dich jetzt die Zunge schlingst und oben und unten. Ich habe mir gedacht, man merkt gleich einen Effekt. Aber es wirkt sehr harmlos. Also ich glaube, die Tabletten... Was ist? Das ist wie LSD oder was? Plötzlich so... Ja, fuck. Du würdest nicht sagen.
So reden wir nicht. So reden wir nicht. Okay, ich melde mich später wieder. Ich glaube, es passiert echt nicht mehr. Falls so was passiert, dann sehen wir uns nochmal. So, die Stunde der Wahrheit. Wir fahren jetzt gleich los und ich nehme jetzt noch 2 Schmerztabletten. Ich fühle mich heute wie so ein Tabletten-Junkie irgendwie. Ich nehme sonst eigentlich richtig selten was ein und heute gleich so viel. Aber ganz ehrlich, ist es, wenn man das einmal macht, ist echt wurscht und dafür habe ich nicht, hoffentlich halt nicht so viele Schmerzen. Also, zack, zack. Beide gleichzeitig, okay. Schatz, bist du bereit? Ja. Okay, jetzt fahren wir. Ich fürchte mich, Schatz, ich fürchte mich schon. Ach. Jo. Du brauchst Kopf. Hoppi, Opa. So, der Schatz, und wie aufgeregt bist du? Schon aufgeregt, ein bisschen zittrig. Aber es geht, oder? Ja, ich habe einfach Angst vor den Schmerzen. Wer freut sich schon auf Schmerzen? Niemand. Aber kurz noch, wenn du schon da bist, Schatz, gell? 2 Fragen habe ich vorhin noch gelesen. Erstens, Preis von der Spirale. Ich glaube, das ist immer auch vom Arzt unterschiedlich. Ich zahle, oder Sascha zahlt in dem Fall, 460 Euro. Sheesh. Aber ich denke mal, das ist dann 5 Jahre halt. Aus 5 Jahren gerechnet, wenn du es mit der Pille vergleichst, ist halt wieder nichts. Zweite Frage, spürt man die Spirale im Alltag? Also ich spüre gar nichts. Aber die Frage kann jetzt gleich an dich richten. Hast du die schon mal gespürt? Was? Ich? Na. Ja! Na? Das ist eine berechtigte Frage, weil es kann sein, dass man die spürt. Aber vielleicht fühlt man dazu mit den nötigen Zentimetern, aber ich glaube... Kurz, Fahrerwechsel. Ich bin gerade draufgekommen, ist ja nicht so schlau, wenn ich fahre. Und mir kommt echt vor, ich merke die Schmerztabletten schon ein bisschen. Mir ist auch gerade ein bisschen schlecht, aber vielleicht ist es auch einfach nur die Aufregung. Okay, jetzt wird's ernst. Jetzt muss ich gehen. Schatz, bitte halt mir die Daumen, drück mir die Daumen. Du machst das schon, easy peasy. Okay, bis dann, ich werde berichten. Tschüss. Okay, tschüss. 2000 Jahre später. So, da, und da kommt sie. Jetzt bin ich gespannt. Hoffentlich war es nicht so schlimm. Und? Hallo. Geschafft. Hallo, Schatz. Geschafft ist geschafft. Ich lebe noch. Du lebst noch. Jetzt erzähl. Ja, ein bisschen schwindelig ist mir. Okay. Aber, ja. Das war okay. Ja, wie war's? Also du bist auf im Wartezimmer, oder? Und bist gleich mal da gekommen. Und dann aufgerufen war so scheiße. Und dann hat er gesagt, das machen wir schon, hat er gesagt. Und sonst, also genau, Spirale ziehen, einmal husten, weg quasi. Das hast du kaum gespürt. So. Echt? Ja. Hast du husten müssen, so? Ja, so. Und dann hat er so, da ist schon. Okay. Ja, und dann ist losgegangen. Ja, er hat gesagt, entspannen, entspannen. Aber das ist so schwierig. Kennt ihr das? Spannt ihr einmal so an beim Zahnarzt zum Beispiel, wenn es irgendeinen Schmerz hat. Immer schwer anspannen. Spannt so an, aber man darf dann nicht anspannen, weil es soll locker sein. Dann tut es nicht so weh. Und dann zuerst so ein Rädel durch. Und dann nochmal zack. Und dann wird erst die Spirale gelegt. Es war nicht so schlimm wie letztens. Entweder, weil ich jetzt 2 Schmerztabletten nur genommen habe. Ja, wahrscheinlich. Und vielleicht auch, weil schon mal eine drin war. Aber ich kann euch beruhigen, es, von der Zeit her, es dauert ungefähr 2 Minuten. Eine Minute. Okay, das geht. Das geht. Ich bin so froh, dass ich es geschafft habe. Tschüss. Tschüss. Bussi, Schatz. Ich bin wieder da. Kurzes Update, ja, haben wir ein bisschen zurückgelassen. Also, jetzt krampft ziemlich so der Unterleib und es ist jetzt halt so, wie wenn man richtig, richtig starke Periodenschmerzen hat. So fühlt es sich jetzt an. Und mir ist jetzt gerade noch was eingefallen, was er noch gesagt hat, könnte für euch vielleicht auch interessant sein. 3 Tage lang kein Vollbad, kein Geschlechtsverkehr und kein Tampon benutzen. Kein Vollbad. Kein Vollbad. Und 1 Monat lang, weil in einem Monat habe ich dann den Kontrolltermin, zusätzlich verhüten, weil das halt im ersten Monat noch passieren kann, dass die Spirale verloren geht. Ja, das ist mir noch eingefallen. Und jetzt kann ich euch kurz den Schmerz noch mal ein bisschen beschreiben. Ist ein dumpfer Schmerz oder ist ein stechender Schmerz? Also, es ist, wenn man, ihr kennt ja das Gefühl, also du nicht, Schatz, wenn man richtig starke Periodenschmerzen hat und
so ganz tief drinnen, so ganz da in der Gebärmutter, so fühlt es an, wird dann Pieks. Es ist eher was Pieksendes und wenn der Pieks vorbei ist, so was durchgehend Stechendes, weil er piekst es mal durch und dann ist es halt durchgehend so ein anhaltender Schmerz. Aber es zieht und es sticht, so kann man es beschreiben, so ganz, ganz tief drinnen. Wie halt, wenn man richtig starke Periodenschmerzen hat. So ein bisschen würde ich es beschreiben. Und ich habe eh schon gesagt, so um die 2 Minuten und dann ist es vorbei. Und ich denke mir halt, 2 Minuten für 5 Jahre Ruhe ist es einfach wert. So. Also mir persönlich, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ja, das fällt mir gerade noch ein, das wollte ich noch erzählen. Und ich melde mich, glaube ich, heute Abend oder vielleicht sogar erst morgen nochmal und berichte, wie die Unterleibsschmerzen noch so waren. Aber ich glaube, der Hauptteil, das Wichtigste, habe ich euch jetzt mal erzählt. Oder hast du noch was zum Song? Möchtest du noch was loswerden? Ja, mich würde interessieren, hast du jetzt trotzdem einen Hunger? Ja, ich habe schon Hunger. Also, Mahlzeit. Mahlzeit schon. Mahlzeit, jetzt gibt's die Belohnung. Boah, das schaut gut aus. Flammkuchen. Das lassen wir uns jetzt richtig schmecken. Und Schatz, du hast Pizza. Und Pommes. Mahlzeit. So, jetzt noch die Schlussworte. Es ist echt schon spät. Und kurzes Update, wie es mir geht. Ich hatte ja danach noch ein bisschen so Bauchkrämpfe. Und die sind eigentlich jetzt so ziemlich weg. Also die letzten Stunden hatte ich es schon noch. Aber jetzt mittlerweile geht es mir eigentlich wieder richtig gut. Also Wahnsinn. Deshalb für mich war es wieder eigentlich eine gute Entscheidung. Ich werde euch natürlich auch auf Insta am Laufenden halten. Aber ich nehme mal an, es wird hoffentlich wieder alles dann auch richtig sitzen beim Kontrolltermin und so. Und ich hoffe, euch hat es einfach gefallen, dass ich euch da ein bisschen mitgenommen habe. Ich hoffe, das war spannend für euch. Ich freue mich über einen Daumen nach oben, über euer Feedback. Gerne noch Fragen, falls noch was offen wäre, in die Kommentare. Aber ich glaube, ich habe echt jetzt richtig viel euch beantwortet und mitgenommen und gezeigt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!